Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2 Singleplayer-Kampagne. Test oder Kampagne 1. Teil 1 haben wir abgeschlossen. Jetzt machen wir oder fangen wir mit Teil 2 an. Die erste von 22 Testkammern beginnt hier. So, was haben wir hier? Hier wird ein Laser rein müssen. So. Da ist ein kleiner Tipp gewesen, da musst du das hin. Moment mal. Ich glaube, wir müssen erst einmal darüber. Da. Zack. Komm. Ein bisschen tiefer. Ja, dann halt da. Auch nicht. Ja, aber das ist ja doof. Ich will ja jetzt quasi hier drauf springen und dann die Laser aktivieren. Ist das hier richtig? Wenn ich jetzt hier so, da komme ich da hin? Ach so. Ah, das ist kein tiefes Wasser. Ja, okay, alles klar. Hier, da sieht man ein bisschen den Schimmer, dass man da hinschießen soll. Kleine Nicht schlecht. Anfangshilfen. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Gucken wir mal, was du noch für uns bereithältst. GLaDOS. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Hallo. Ach so. Ich dachte, du wärst unser Kumpel. Damit können wir das hier machen. Okay. Okay, hier werden wir wahrscheinlich aber was drauflegen müssen. Ja. Ach so. Na, hier. Na komm. Gut Zack. gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, da bin ich halt ein schrecklicher Mensch. Meine Güte, ist ja auch nichts dabei. Ne? So schlimm können wir ja gar nicht sein. Ne? Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ah ja. Okay, alles klar. Hier unten irgendwas Schönes. Ein Radio. Hallo, ich nehme das Radio mit. Wer weiß, vielleicht kann ich es ja nochmal benutzen. So, hier oben haben wir ein Umlenkungsgerät. Damit können wir hier drauf springen, das hier aktivieren. Und hier müssen wir noch was aktivieren, nämlich. Oh, Gratuliere, passt nicht perfekt. zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Herzlichen Dank. Nette Komplimente kriegen wir hier auch. Das ist doch schön, Mensch. So. Moment. Ja, hier ist ein bisschen was im Weg. Das musst du mal aus Du dem gehst Weg schneller räumen, durch die ja? Testkammern, als ich sie bauen kann.
Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Alles klar. Da und da. Ach so. Ah, verstehe. Hä? Dann muss ich das im richtigen Moment stoppen oder so? Weil jetzt könnte ich nämlich hier so hergehen und sagen, ich will hier rüber. Aufpassen, kommt der Cube von oben geflogen. Und damit muss ich wahrscheinlich darüber. Dann werde ich aber das einfach so machen, dass ich wieder hier hingehe. Den hier rüber. Wird er zerstört? Achso. kriege ich den jetzt da runter? Ist das tiefes Wasser? Ja, ne? Ah, okay. Ich bin gestorben. Okay, man wird nicht wie bei Koop einfach zerstört, weil wir sind ja ein Mensch. Okay, dann bedeutet das für uns... Ich nehme den mit hier rüber. Kann ich denn hier drüben überhaupt dann irgendwie hin? Ich muss ja hier irgendwie rüberfahren. Ach so. Ja, easy. Zack. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Oh, entschuldigen, weil ich hier ein bisschen überlegt habe dabei. Meine Güte. Du musst nicht so langsam gehen, Mama. Ist klar. So, der nächste Test. Oh, hier sind ganz viele Cubes. Hier waren ganz viele Cubes. Kann ich das mitnehmen? Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ah, jetzt müssen wir genau den Moment treffen. Hui! Ich habe ihn getroffen. Hier brauchen wir aber nichts mit Portalen setzen. Das ist schon mal ganz schick. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Ja, das ist also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Naja, ist halt Luft, was mich am Leben hält, ne? Ist doch okay. Meine Güte, habe ich jetzt kein großes Problem mit. Oh, Katapultplattformen. Wer hätte es gedacht? Viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Okay, von da drauf springen, werde ich wahrscheinlich da drauf gehen, dann da drauf. Okay, gucken wir mal. Hui. Okay, ich werde da reinkommen. Oh, jawoll. Hui. Hier kommt ein Cube raus. Ja, und der wird mir entgegenfliegen. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Ach so. Aber so ein Würfel geht ja auch, ne? Warum? Ich möchte ja den Würfel haben hier, da. Den hier. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Jetzt doch. Drück den Knopf nochmal.
Ach so. Ach, jetzt kommt der Cube raus, den ich haben möchte. Ja, okay, verstehe. Damit muss ich dann nach da unten. Oder nach da hinten. Und alle hopp. Wie komme ich denn da hin? Oh, ein Stuhl. Tschüss. da will ich hin. Zack. Da kann ich hier hinten auf diese Plattform drauf. Zack. Oh, welches habe ich denn gemacht? Ah, das blaue. Okay. Jetzt will man so. Achso, ja genau. Jetzt kann ich ja wieder hier und dann wieder da hoch und dann ist es offen. Sehr schön! Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Danke. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Also. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Also, wenn man das Spiel Portal 2 startet, von Valve, der Startbildschirm, sag ich jetzt mal, oder. Ja, wenn man es anschaltet, was dann vorher kommt, so Intro und so. Das ist wesentlich lauter als dieses. Diese Zughupe oder was das war, was da gerade lief. So. Zughupe. Auch schön. Okay. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Kein Problem. Gib mir noch einen anderen. Ja, gib mir doch den. Hast du den auch manipuliert? Nein. Oh nein. Schon wieder vermasselt. Ah! Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So. Da drauf. Zack, zack. Dann ist es weg vom Fenster. Und ich kann runter. Hoch. Und bin dann hier. Aber was mache ich hier? Da will ich hoch. Zack. Und los. Hauptsache nicht in den Laser rein. Weil hier will hier was drauflegen, Mensch. Ach so. Ja. Okay. So, dann wollen wir die Portale nochmal neu setzen, weil ich will hier da hoch. Zack. Ach, hier geht das ja nicht. Warte, ich setze das hier mal neu. Damit auch alles glatt geht, Freunde. Müsste so ja eigentlich funktionieren. So. Dann ist die Plattform da gegeben. Zack. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich direkt von hier aus dahin springen, hä? Hui! Das hat ja super funktioniert. Hoffentlich reicht das. Ja, hat gereicht. Perfekt. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Hier nicht. Ist kaputt. Ja. Nimm bloß nichts mit. Kann ich was mitnehmen? Komme ich hier dran? Wenn ich mich ducke? Nee, komme ich auch nicht dran. Also kann ich da auch sowieso nichts mitnehmen. Von daher, alles okay. Bisher muss man halt wirklich sagen,
Das ist wirklich noch easy alles. Ne? Ich stelle mich zwar oft auch ganz dusselig an bei den Testkammern. Der Core ist eher in dem Spiel ein bisschen kombinationsfreudiger oder der kennt sich oftmals wesentlich besser aus als ich. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im Ja. letzten Testbereich, in dem es keine gab. Also wie gesagt, der Core, der kann immer so ein bisschen besser kombinieren. Ich brauche immer so ein bisschen, bis ich da manchmal auf die richtige Lösung Oh komme. nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls Danke. du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Ah, nee. Nee, das funktioniert ja nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Doch. Doch. Funktioniert das? Ja, dann kann ich den umlenken hier. Zack. Ich kann hier wieder durch und dann kann ich da hin. Ja, sehr schön. Ja, und die Tür geht damit zu. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, wir sind bei Teil 3. Teil 3, die Rückkehr. Aber das ging jetzt so schnell. Da machen wir jetzt definitiv erstmal weiter. Da beenden wir nicht wieder das Ding. 9 von 22 sind wir jetzt. Komisches Ding. Die Wand kriegst du nicht kaputt. Egal. Hui. Hi. Ich bin wieder da. Nochmal. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, Ja. versuch's jetzt. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich richtig heftig nach oben geschleudert, hä? Oh, warte mal. Kann ich mich hier irgendwo überbouncen? Na. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Willst du sagen, Du dass siehst übrigens gut aus, so Danke. gesund. Versuch's jetzt. Willst du sagen, dass ich fett bin oder was? Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat Du hast deine Lungenkapazität überschritten. Gut. Dann senke ich eben die Decke. Ja, machst du das? Ah, okay. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht mehr zu unserem Roboterkumpel, ne? Au. 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 Krieg ich da was dran gesetzt? Nein? Ja. Hui. Kann mich da oben. Ah, nee. Ich muss hier erst was anderes machen. Laser, der da rein muss. Alles klar. Ich brauche einen Umlenkungswürfel. Habe ich den hier irgendwo? Da oben kriege ich den her. Okay. Zack. Und dann wieder da durch. Au. Hui. Muss ich vorher auf den Knopf drücken? Ach so. Natürlich muss ich vorher auf den Knopf drücken. Was auch sonst? Könnte ja so einfach sein. Aber nein. Au. So, Knopf. Dann fällt das Ding runter. Perfekt. Dann hier dran. Wieder runter. Au. Immer beim ersten Mal voll gegen
Dates geknallt. So. Da ein Portal hin. Und auf die andere Seite ein Portal hin. Perfekt. Und jetzt muss ich nur noch quasi... Achso. Okay. Aber so passt es. So passt es. Jetzt muss ich nur noch quasi wieder hoch. Jetzt ist es natürlich wieder zu. Aber gleich ist es wieder offen. Au. Weil... Zack. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Ja, danke! Jetzt hat sie mich wirklich bewusst fett genannt. Ein Adler. Ein fetter Adler. Nett. Ja, die ist halt eben mad auf uns, ne? Aber... Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was ich hier angetan habe, ne? Also... Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Das ist ja... Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Sehr nett. Also, um nochmal vorhin zurückzukommen, ich glaube, Glaudus ist ein Sie. Ich meine, es ist ein Roboter, es hat aber eine weibliche Stimme. Ich nenne Glaudus einfach Sie. Also, das ist eine Die. Ein weiblicher Roboter, wenn man das so nennen möchte. Ja. Okay. Das... Ist schön. Hier werde ich wahrscheinlich gegen die Wand preschen. Ja. Ich will aber sicherlich nach da oben oder dagegen und dann wieder zurück oder so. Ja, dann lande ich wahrscheinlich da oben. Alles klar. Kriegen wir hin. Gucken wir uns an. Was gibt's hier zu tun? Da drüben ist ein Cube. Komme ich an diesen Cube relativ easy dran? Ja, vielleicht. So, und einmal hier rüber. Au. Und so. Haha. Her damit. Achso. Jo. Machen wir so. Und so. Zack. Mit diesem Cube kann ich ja hier oben den Laser unterbrechen. Das bedeutet, ich gehe einmal mit diesem Cube hier hoch. Was bedeutet, das wird free. Dann springe ich jetzt nochmal hier mit durch. Ah, dann dagegen und hier hoch. Das bedeutet, hier brauche ich aber einen Laser dran. Was passiert hier? Da kriege ich hier so ein Ding. Danke. Was aber immer noch nicht ganz richtig ist oder gut ist, weil ich müsste hier unten den Laser damit umlenken, wahrscheinlich. Zack. Da gegen die Wand. Den würde ich jetzt mit nach oben nehmen, würde da oben mein orangenes Portal setzen. Perfekt. Und damit fliege ich dann da hinten drauf, muss nur den Cube mitnehmen. Au. Perfekt. Komme ich da direkt drauf? Bei weitem nicht. Perfekt. Test
verstanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Okay, das bedeutet, es gibt noch Menschen, wenn sie Menschen gesehen hat, oder sie will uns verarschen, das kann natürlich auch sein. Wir sind nicht der letzte Mensch auf Erden. Scheinbar. So. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ich lass es lieber, ist okay. Da oben kommt ein Dings raus, alles klar. Stinky. Ach so. Hier? Ist hier irgendwo was offen? Damit das hier rein kann? Nein? Das ist aber schade. Jammer, jammer, schade. Okay. Dann müssen wir das Ganze anders angehen. Ich möchte bitte noch einmal hier rüber. Und mir das hier von der Seite aus angucken. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Zack. Hier muss ich rüber. Zack. Ja. So geht es. Zack. Hallo. So, dann kann ich jetzt damit wahrscheinlich irgendwie hier rüber, ja. Zack. Nee, ist nicht richtig. So ist gut. Hier drüben den Cube draufschmeißen. Und dann kann ich wieder hier rüber. Alles klar. Das war ja sehr gut. Easy. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ich habe mir die Antwort schon gedacht, dass das jetzt kommt. Naja. Was will man machen, ne? Man tut, was man kann. So. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Das macht Sinn. Und mit diesen Worten würde ich mich gerne dieses Mal von euch verabschieden. Es war mir wie immer eine Freude und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder Portal 2 spielen, Singleplayer-Kampagne, und ich würde mich riesig über ein Abo freuen, über einen Like, über einen Kommentar, gerne auch Kritik äußern, gar kein Problem. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder Portal 2 spielen. Bis dahin, ciao.